Ich bin in Wien aufgewachsen und habe auch viel Zeit am Land verbracht. Zu Hause fühle ich mich da, wo ich gerade am glücklichsten bin. Vielleicht dieses Jahr in Palästina, denn ich erfülle mir den langjährigen Traum und fliege allein in mein Abenteuer. Als Kind wollte ich Schriftstellerin oder Kapitän werden. Und zwar bin ich keins von beiden geworden, aber irgendwie schon, halt heimlich. Die Jugendlichen aus Syrien, die ich unterrichte, geben mir mit ihrer positiven Energie unglaublich viel Kraft. Trotz allen Hürden, die ihnen auch hier noch bevorstehen, sind sie ganz normale Teenager. Mit den Chancen, die ich als Kind bekommen habe und auch jetzt noch bekomme, konnte ich mich selber entfalten. Diese Möglichkeit möchte ich mit aller Kraft jenen geben, die durch ihre Flucht ihre Kindheit verloren haben. Man kann auch wirklich was bewegen. Das wurde mir klar, als ich mein Projekt auf FM4 gehört habe. Und wenn du sowieso gern Fahrrad fährst, werde Radpate und lerne so einen Menschen kennen, den du sonst wahrscheinlich nie begegnen würdest. Denn wer weiß, vielleicht werden wir sogar Freunde. Ich bin Anna Eder und ich habe das Projekt Integration gegründet.